unserem Patrouillenbereich haben ihre Barrierentechnologie mit einer neuen, unbekannten Energiequelle undurchdringlich gemacht. Konstrukte in der Nähe sollten die Standortdaten zu dieser Technologie haben. Und so, probieren wir die ganze Nummer also nochmal. Ich habe ein bisschen nachgelesen und ich glaube, ich weiß jetzt, wo das Problem lag. Mal schauen, ob das tatsächlich zutrifft, was ich da herausgefunden habe. Wenn nicht, keine Ahnung. Gibt es genug andere Missionen auf diesem Planeten, die man machen kann? Ist ja zum Glück nicht so, dass das jetzt hier irgendwie zum, zum Abschließen des, der Story erforderlich wäre. Ja, das ist nicht der Fall. Da bin ich sehr glücklich drüber. Stirb doch einfach. Danke. So, 5. Und zack. 6 und 7 und Energiewaffen voll. Das ist mehr Energiewaffen. Keine Ahnung, wird sich eh nie. Sollte ich vielleicht mal versuchen, aber ich bin keine Ahnung. Ich habe mir die Kerne angesehen. Da ist eine seltsame Energiespitze. Ich wette, danach suchen wir. Ich analysiere gerne die Proben, die du findest. Ich habe echt kein Leben. Holt mich hier raus. Holt mich hier raus. Ich bin Failsafes depressive Personality. 72, also bitte. Weg damit. 89 ist auch nicht viel besser. Wobei, ein Scharfschützengewehr haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht. Aber was soll's. So, dann können wir da vielleicht nochmal schauen, ob man was nehmen kann davon. Dissonanz 34. Was kann die denn? Das sieht aus wie eine Pistole. Ja, klar. Wenn ich die beiden mal vergleiche. Ja, bleiben wir mal so, wie wir sind. Nimm die Energiespitze auf. Hier liegt noch irgendwas. Munition. Okay, hier liegt noch Munition. Hey, neue Gegner. Das Schöne ist, man bekommt dafür immer wieder XP. Man könnte hier ewig stehen. So, das war da hinten, wo die komischen Gedingse rumgedingse. Ja. Super Aussage auf jeden Fall. Danke dafür. Wo die komischen super starken Gegner am rumexistieren waren. Die das letzte Mal das ein oder andere Problem beschert haben könnten. Meine Güte, jetzt ist aber mal hier. Ja, das sieht doch schon wieder sehr verdächtig aus. Kann ich da gerade hingehen oder sterbe ich dann? Mal probieren. Was soll schon passieren, außer dass wir elendig krepieren? Gleich nachdem wir die komischen Kackviecher da abgeschossen haben. Komm raus. So, das hätten wir. Dann wollen wir eine Runde nachladen vielleicht. Ach, das ist wie so ein komisches Event. Bisschen verwirrend. Ja. Hier.
Wir haben die Spitze. Aber hier ist ein Minotaurus mit diesen schicken Schilden. Der Captain findet immer einen Weg. So, wo ist der Lappen? Zerstöre den Minotaurus. Ja, wo ist der denn? Hallo, Minotaurus, da oben. Genau, was man anscheinend tun muss, laut Internet, ist erstens weiße Zeug einsammeln. Hat er schon wieder? Ja, gut, hat er. Und dann eine Nahkampfattacke machen. Und dann kann der für einen Moment nicht mehr Schild. Weitere Spitzen in der Nähe erfasst. Wir sollten sie zur Analyse einsammeln. Das ist doch lächerlich, ey. Wie sie produzieren. Ganz ehrlich, was... Und dann jagen wir sie in die Luft. Was soll denn der Schiss-Spiel? Ja, es ist hier, die Zone, wo du hinkommst, im Verlauf der Story, mit empfohlene Power 90. Und dann spawnen die da so eine... Scheiße, mit empfohlene Power 610. Einfach mal random auf deinem Weg. Ja, nee, ist voll in Ordnung. Habe ich überhaupt kein Problem mit. So, jetzt sammeln wir nochmal die komischen, Dinger da. Diesmal hat sich natürlich nichts gespeichert. Das passiert anscheinend nur bei richtigen Story-Missionen. Nicht bei so einem Klumpatsch hier. Bei richtigen Story-Missionen erscheinen halt zum Glück auch keine, 610er-Gegner. Sollte man dazu sagen. So ein Flugding wäre echt schlau gewesen. Aber was soll's. Captain, Energieansammlungen direkt über dir. So, da wollen wir Ruf auf den komischen Baum mal wieder. Bäume, Motivation. So, der hat aber nur normale Schilde, ne? Ja. Auch mit normalen Schilden ist der ziemlich unangenehm. Ja, das wurde nichts. Na, jetzt aber. Sagte er und flog prompt ganz nach unten, weil er nicht perfekt in der Mitte dieses Astes stand. Danke dafür. So, wo sind jetzt hier die harte Energie? Ja. Tschüss. Beute. Dazu sage ich nicht nein, auch wenn ich immer noch nicht weiß, was ich damit anfangen kann. Hehe. Hier ist noch mehr Energie. Wo gibt's denn jetzt noch mehr von dem Kack? Da. Warum kommt die Energie eigentlich hier aus dem Baum? Weiß man auch nicht so genau, ne? Tschüss. Geh mir nicht auf den Keks. Zum Glück kommt die Energie immer wieder. Und dann nehmen wir nochmal die hier. Das sind ausgezeichnete Daten. Ich konnte weitere Quellen feststellen, die du einsammeln kannst. Tailsang, es ist jetzt schon ganz schön viel gelaufen. Hey, ihr könnt euch vom Fleck bewegen. Ich sitze hier fest. Danke, so motivierend.
Ach ja. Bitte sag mir, dass es mit den komischen Kackschilden jetzt keine Spielmechanik ist, die mir in Zukunft öfter begegnen wird. Da wäre ich hart frustriert. Was ist damit? Sollen wir das verteidigen, abschießen? So, hier stirb. Jetzt zufrieden. Wir müssen hier jetzt eine große Energiequelle. Jetzt aber... Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Meine Güte. Ich konnte die Proben einer Quelle zuordnen und habe die Koordinaten auf deinen Tracker gesendet. Ich bezweifle, dass die Vex ihre schicken Schilde aufgeben wollen. Dann musst du sie eben zwingen. Oh ja, die... Die schicken... Schilde. Folgefeld, selbst Koordinaten. Dann. Also hier hinein. Der ist ja. Für jeden Scheiß wird einem hier ein Pfeil am Bildschirm angezeigt. Ja, okay, da ist jemand, aber das interessiert mich doch jetzt nicht. Was ist da? Da bleibe ich vielleicht mal weg von. Lol. So, wie gesagt, die weißen Dinge muss man aufsammeln, dann erscheint da links so ein Countdown mit Disruptorladung, 13 Sekunden oder so. Und dann muss man den Typ mit einer Nahkampfattacke beglücken. Dann wird dieses Schild ausgeschaltet. Ich habe gedacht, das geht einfach davon kaputt, wenn man seine Superfähigkeit einsetzt, aber dem ist nicht so. Erstmal die Kleinen loswerden, nach Möglichkeit. Und es dann mit den Großen alleine aufzunehmen. Ist im Allgemeinen eine gute Taktik, wenn nicht ständig neue Arschlöcher spawnen. Insbesondere, weil die Geschichte hier eine Ecke weit weg ist. Jetzt auch irgendwie ganz weg ist, das ist nicht sehr vertrauenerweckend. Wo ist denn jetzt der harte, ermächtigte Minotaur? Da, Minotaurus, Entschuldigung. Da unten. Das ist natürlich schadensoptimiert. La 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 la. Achte gar nicht auf mich. So, jetzt kriegen wir dich aber. Bitte, 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 bitte. Nein, der ist schon wieder immun. Scheiße. Ohne dass es angezeigt wird. Ja, jetzt hat er erst wieder sein Schild, aber ich konnte ihn eben nicht treffen. Nice, und es gibt kein weißes Zeug mehr. Doch, hier. Hier gibt es wieder weißes Zeug.
Das ist aber nett von euch, dass ihr das immer hier erscheinen lasst, wenn ihr mich mit einem fancy Typen angreift. Und natürlich muss ich jetzt nachladen. Ich muss immer nachladen. Ich könnte ja auch mal selber drauf achten, aber nö. Sich hinterher über das Spiel zu beschweren, ist viel schöner. So, Ladung aufheben und müssen wir die ganze Chose jetzt dreimal machen. Oh Mann. Zerstöre das Gerät. Es dürfte jetzt aber nicht Geräteintegrität heißen, sondern Geräte-Nicht-Integrität. Lol. Ach du Scheiße, ihr gönnt euch aber so richtig, kann das sein? Das finde ich jetzt ein bisschen unangenehm. Ich finde das ganz schön unverfroren. Ah, Hallöchen, Popöchen und tschüss. Nachladen. Oh, Ausrüstung. Power. Oh, immer diese Energiewaffe. Nee, eine Powerwaffe? War das nicht eine Kinetikwaffe? Ach, keine Ahnung. So viele Waffen. So, dann mal schauen, wo ich mein lieblingsweißes Zeugs herbekomme. Da vorne. Natürlich. Obwohl, geht's. Das sind diesmal zwei. Nein, aber hier ist noch jemand. Scheiße. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ja, oder so. Warum ist er schon wieder immun? Och, leck mich doch am Arsch. Das hält eine Sekunde? Ernsthaft? Oh nein, es hält so lange, wie das da noch stand. Oh Gott, wie ätzend ist das denn? Oh, und er macht Area of Effect. Sohn. Oh Mann, das ist ja nervig. Ach, renn doch nicht immer weg von mir. Oh Mann. Richtiger Adi schon wieder. Ich glaub's ja nicht. Jetzt ist hier kein Zeug. Hallo. Ja, renn noch ein bisschen. Es ist so schön. So, 47, 49, okay. Oh, Mann. Wir müssen es tatsächlich dreimal oder so machen. Oh, natürlich. Ja, gibt jetzt auch nicht so viel zu kommentieren, außer... Geht weg. Geht mir auf den Keks und geht doch jemand anderem auf den Keks. Alles klar, danke sehr. Spawnt den einfach in mir drin, finde ich vollkommen okay. Bin ich aber mal ganz aggressiv dafür. Warum hat er eigentlich noch nicht nachgeladen? Steht er da oben, der Sack? Och, nö. Wie soll ich denn da hin? Der muss nicht mal zielen. Der macht einfach den härtesten Explosionsschaden dieses Spiels. Boah. Bleibst du jetzt da oben, oder wie? Scheint so jetzt.
komme ich denn jetzt am schlauesten da hoch? Innerhalb von den 3 Sekunden, die ich habe, nachdem ich den Schiss eingesammelt habe. Überhaupt nicht. Ja, cool, danke. Ja, komm halt da runter. Aber nee, kann dir ja egal sein, was ich hier unten mache. Mit einer fetten lila Scheißwumme, ey. Bitte wie? Soll ich das einsammeln, hier hochlaufen, den schlagen und ihn totschießen? Wenn ich zwischendurch immer noch die Scheiß... Alter... Ja, hat sich ja voll gelohnt. Hab ihm irgendwie... Ja, gut. Müssen wir jetzt noch dreimal machen. Danke für nichts. So, haben wir es dann bald mal wieder? Nein. Oh Gott. Müssen wir jetzt noch eine halbe Stunde rumrennen spielen, bis sich die weiße Scheiße wieder regeneriert hat. Ey, Mann. Also das war jetzt echt nicht mehr nötig. Nein, scheiße, ich hasse es. Oh, Mann. Wer hat das denn für nötig gefunden, ey? Der Scheiß da hinten bringt einem halt überhaupt nichts. Ich kann mich ja nicht da hoch teleportieren zu dem. Beziehungsweise es wirklich unnötig ist, dass es bei dem nur noch so lange hält, wie bei mir auf dem scheiß Countdown steht, ja? Wenn es halt 13 Sekunden hält und du 10 brauchst, um 10 da hochzukommen, dann ist es echt, gut, wahrscheinlich übersehe ich wieder das Offensichtliche, aber, hallo. Raketenmann ist... Die Musik ist auch echt nicht laut. Okay, nee, es ist vollkommen okay. Ich schreie auch gar nicht. Kacke, ey. Ja, komm schon. Ja! Failsafe. Diese Schilde stellen jetzt kein Problem mehr dar. Gut aufgepasst. Ja, Level 15. Das Fix-Kollektiv berichtet das Gleiche. Hoffentlich besitzen Sie nicht die Ressourcen für eine zweite Runde. Wir wissen doch ganz genau, dass das passieren wird. Jetzt, wo du es gesagt hast. Lol. Ach so, das ist der Ausgang. Okay. So, hier sieht es ja ganz ruhig aus. Dann werde ich doch mal schauen, was wir jetzt aufgesammelt haben. Hier haben wir eine Stampede Typ 132 Granatwerfer. Ich habe ein bisschen ins Mikro gepustet, das tut mir leid. Vergleichen. Ja, weiß nicht. Hm.
Ja, gut, kann man versuchen. Nee, haben wir nichts Neues bekommen. Hier haben wir einen neuen Helm bekommen. Ja! Urbelagerung Typ 1. Doch gleich mal akquiriert. Hier haben wir Schildbrecherpanzer. Okay, wird auch akquiriert. Hier haben wir nichts. Hier haben wir das da. Ja, wird auch akquiriert. Gut, sieht immer noch so zusammengewürfelt aus wie vorher, nur jetzt in anderen Farben. Ach so, wir haben ja Upgrade-Punkte. Und eine ganze Menge davon. Hier? Ja! Stimmt, wir haben das ja gewechselt auf den, Hau-drauf-Typ und, ja. Katapultschweben, Lenkschweben. Springe, während du läufst bist und schweben mit präziser Richtungsführung zu aktivieren. Dann wird das mal akquiriert. Achso, das hatten wir das alles schon? Ja, die können wir freischalten. Schlau. Frontalangriff, genau. Meine Waffe nachzuladen, alles klar. Hier haben wir seismischer Schlag. Ja, das springt ganz. Ja, weiß nicht. Jetzt haben wir Blendgranate, Impulsgranate, Blitzgranate. Die haben wir auch schon. Hier können wir noch was freischalten. So war das. Eliminierst du Feinde mit Chaosfäuste, wird deren Einsatzdauer verlängert. Das hört man gerne. Und hier oben das... ja. Keine Ahnung. So. Was mache ich mit den restlichen Punkten? Ich bin mir nicht sicher. Geht's hier oben noch weiter? Das ist das Schiff. Das sind die Abzeichen. Ach so, das ändert gar nichts. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Inventar. Oh. Was ist hier? Verbrauchsgegenstände. Mit der Economy habe ich mich hier nie wirklich auseinandergesetzt. Ah, Waffen. 51 von 280, Rüstung 110 von 570. Transportmittel 1 von 72. Ja, Transportmittel haben wir noch gar nicht gefunden, tatsächlich. Aber gut, mal schauen, was man als nächstes tun kann.